Guten Abend. Die Bekämpfung von Cyberkriminalität steht schon seit einiger Zeit auf der Agenda der Bundesregierung. Richten soll es nun eine Grundgesetzänderung. Was bisher Sache der Länder war, würde damit zu einer zentralen Aufgabe für den Bund werden. Schwere Geschütze also für Delikte, die sich häufig zwischen riesigen Serverwänden abspielen. Innenministerin Faeser hat heute ihren Plan für mehr Cybersicherheit vorgestellt, mit dem sie vor allem die kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Wasserwerke vor Angriffen schützen will. Christian Feld. Und zum Schluss noch das Wetter. Morgen erwartet uns ein freundlicher und meist trockener Wechsel aus Sonne und Wolken bei 20 Grad an der Nordsee und bis zu 34 Grad am Oberrhein. Und jetzt noch viel Spaß mit der zweiten Halbzeit zwischen Deutschland und Spanien. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Tschüss.